Es gibt im Land, nicht nur in Oberösterreich, sondern österreichweit, sogar europaweit, wenn nicht weltweit in christlichen Ländern, ein demografisches Problem. Und es gibt einen Dominoeffekt, wenn die christlichen Gesellschaften ein demografisches Problem haben. Das heißt, wenn mehrere Menschen sterben, als sich geboren, dann haben wir in ein paar Jahrzehnten mehrere fremde Leute als eigene Bürger im Land. Dann beginnen die Probleme. Und ich glaube, wir spüren schon eine der solchen Probleme, die auf uns kommt. Erstens ist das Mangel am Arbeitsplatz. Österreich hat, Gott sei Dank, im Vergleich mit anderen Ländern eine starke Wirtschaft. Und wenn Menschen mehr sterben als geboren, dann haben wir am Arbeitsplatz, in Arbeits, Ebene, auf Arbeitsebene ein großes Problem und dann sind wir abhängig von Fachkräften. Und dann, wenn wir sie nicht haben, dann müssen wir sie holen. Von wo? Und dann mit diesen Leuten, die wir holen, dann beginnen die Probleme, weil die aus anderen Kulturen kommen können. Und das darf nicht sein. Deswegen eigene Familie stärken und sichere Zukunft für Österreich gestalten.